Heute haben wir Dave Dolle von Dave Dolle Pure Training da für SI Online. Wir sind immer noch dran mit unserer Outdoor-Fitness-Serie. Wir haben ein paar Übungen auf der Parkbank gemacht. Wir reissen heute bei dem nicht ab. Wir haben wieder etwas auf der Parkbank. Das ist sehr praktisch, wenn das Wetter zum Beispiel nicht so schön ist draussen. Die Parkbank kann man immer benutzen. Aber irgendwie am Boden sitzen würde man nicht. Aber auf der Parkbank, auch wenn es feucht ist, wir haben heute einen wunderschönen Tag, aber wenn es feucht ist, kurz mit der Hand ein bisschen abputzen, sodass man kann sitzen und wir machen Velofahren sitzend SI-Style. Ihr kennt die Geräte, es gibt im Fitnesscenter so Liegevelos, wo man so drin sitzt und so schön kann Velo fahren. Wenn ich euch das würde zeigen würde, würde mich gerade anschwätzen. Dave, was ist das für etwas? Viel zu einfach. Darum zeige ich euch etwas, was besser ist. Geht da richtig schön, Bauchmuskulatur wird trainiert. Rumpfmuskulatur übrigens im Allgemeinen, aber ihr werdet auch merken, Oberschenkel, Vorderseite, Beinmuskulatur, Hüftbeugemuskulatur wird alles ein bisschen angesprochen. Das heisst, man liegt quasi da leicht hinten rein. Aufrecht sitzen, leicht hinein, rein, ohne Anlehnen, also kommen nie da. Versuchen, die Haltung zu heben. Kein Rundrücken, schön die Haltung heben. Dann, bis ich da kann, die Füße aufnehmen. Das erste Mal üben, da die Füße aufnehmen. Für die, die können, können natürlich auch die Hände frei haben. Ich möchte hier eine aufrechte Haltung, also keine Rundrückenhaltung, schön aufrechte Haltung. Einfach halt halten, haben wir die Füße tun, die Fingerspitze tun. Und jetzt fangen wir hier an, Velo fahren. Schauen, da die Spannung heben. Da, immer die Spannung heben, schnaufen, halt ein Bier ein bisschen oberflächlich. Die Spannung da nonstop heben. Wenn es einfach ist, kann man da ein bisschen grössere Bewegungen machen, langsamere Bewegungen machen. Die Rumpfmuskulatur ist nonstop im Einsatz. Velofahren sitzend. Alright. Ich würde mal sagen, kein Training, ohne dass man auf die Haltung achtet. Gute Haltung ist über alles wichtig. Mit einer guten Haltung, dafür das sitzende Velofahren, gute Haltung haben, leichte Rücklage, da die Haltung ständig heben, mit den Beinen x irgendetwas machen. Man kann auch so seitlich machen, auf und ab, was man will. Wichtig bei dieser Übung, gute Haltung, dann ist das Training sicher und effektiv. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.